Das ist die neue Tischkreissäge von Einhell und du hast die Chance, diese Säge zu gewinnen. Vorne steht die Tischkreissäge TPCC10T von Einhell. Die Säge, die habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal bei Einhell selber gesehen. War direkt begeistert, denn die hat einige richtig coole Produktfeatures und habe sie mir dann auch direkt bei Amazon bestellt. Kurz darauf habe ich gesehen, dass die Säge ausverkauft ist und war mir gar nicht sicher, ob die ankommt, wann die ankommt. Und letzte Woche ist sie dann eingetroffen. Ich habe dann nochmal mit einer gesprochen, habe gesagt, ich würde gerne ein Video dazu machen, ein YouTube-Video. Und einer hat sofort gesagt, klar, wir stellen dir natürlich eine Säge zur Verfügung. Ich habe aber jetzt gedacht, bevor ich die Säge jetzt wieder zurückschicke, die ich jetzt hier vorab teste, weil wie gesagt, die Säge ist im Moment ausverkauft und ich weiß nicht, wann die neue kommt, mache ich jetzt dieses Video hier und ihr habt dann die Chance, die Säge von Einhell zu gewinnen. Und was ihr dafür machen müsst, das schauen wir uns im Laufe des Videos an, also das werde ich gleich verraten. Jetzt gucken wir uns aber erstmal dieses schöne Stück an. Die Säge ist sehr kompakt und stabil gebaut und hat trotzdem richtig coole Features. Aber wir schauen uns erstmal diesen stabilen Rahmen an. Ich drehe sie mal ein bisschen. Ihr seht hier rundherum wurde mit einem Alurahmen gearbeitet. Die Säge wiegt um die 20 Kilo. Also man kann sie noch gut hochheben und von den Maßen her ist sie auch so, dass man sie gut transportieren kann. Dann haben wir hier eine Breite von um die 67 cm, eine Höhe von 42 cm und eine Tiefe von 65 cm. Also so, dass man sie wirklich gut mitnehmen kann. Die Säge ist nämlich vor allem für die Baustelle gebaut. Und da ist natürlich der Vorteil, wenn sie kompakt ist, man sie gut transportieren kann. Hier an der Seite haben wir auch noch einen Griff. Und so kann man sie wirklich gut mitnehmen. Ich drehe die mal kurz, dann können wir uns die Säge mal von unten angucken. Zack. So ist das gute Stück von unten aufgebaut. Also hier auch wieder, man sieht, der Rahmen ist wirklich die Basis davon. Der Motor, das meiste ist aus Metall verbaut hier unten drin. So spart man wirklich viel Gewicht, weil hier nichts mehr drumherum gebaut worden ist, sondern das, was man braucht als Sicherheitsschutz, das Schutz, dass man nirgendwo reingreifen kann. Und die Sachen, um Höhe zu verstellen und alles Mögliche. Also wirklich schön kompakt. So, stellen wir dich mal wieder gerade hin. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Motor. Weil wir haben in der Säge einen 2000 Watt Motor verbaut, haben aber noch einen Sanftanlauf drin. Den werden wir gleich auch mal dann anspringen, dann sieht man das. Also die Säge läuft sanft an, fährt hoch und startet nicht wie andere Sägen volle Pulle mit der Leistung. Ist immer ein schöner Vorteil, weil bei anderen Sägen ist mir hier auch schon mal die Sicherung rausgeflogen. Also sie startet wirklich sanft mit 25% der Leistung. Bei der Säge mitgeliefert werden zwei verschiedene Staubsaugeradapter. Ein Winkelanschlag, den man hier übrigens richtig gut verstauen kann und der hier die verschiedenen Winkel hat, der rastet dann auch bei 90, 75, 60, 45 Grad ein. Da kann man den gut verstellen. Da gehen wir aber gleich nochmal genauer drauf ein, wenn wir die Säge benutzen. Dann haben wir noch einen Parallelanschlag hier dran und noch einen Schiebeschlitten dabei. Genau, der hat hier noch eine feste Halterung. Zum Sägeblattwechsel war auch was dabei, das habe ich schon gesehen. Auch hier an der Seite. Ich drehe sie mal ein bisschen, kann man das hier auch nochmal sehen. Hier, wo man das Kabel festen kann, kann man dann auch zwei Werkstücke zum Sägeblattwechseln rausholen. Gucken wir uns gleich aber auch nochmal an. Und dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Knöpfen, Hebeln, was wir hier alles so dabei haben. Fangen wir mal hier unten an. Hier ist der An- und Ausschalter. An auf den grünen, aus auf den roten oder halt einfach hier draufhauen. Das ist immer ganz praktisch. Dann haben wir hier neben direkt einmal eine Feststellung, um
das Sägeblatt, ne, um den Winkel des Sägeblatts zu ändern. Hier neben, so, hier neben ist auch direkt die Skala von 0 bis 45 Grad. So, da 45 Grad. Direkt an dem Hebel ist dann hier die Einstellung für die Schnitttiefe des Sägeblatts bis 85 mm. Also drauf ist ein 254 mm Sägeblatt. Genau, und Schnitttiefe bis 85 mm ist für die Säge, für die Größe auch ziemlich tief. Auch ein super Vorteil. Dann bleiben wir mal hier oben direkt beim Sägeblatt. Dafür drehe ich aber die Säge mal ein bisschen, damit ihr es besser seht. Hier oben ist ein Hebel, mit dem man das Säge, den Schutz entfernen kann. Und wir sind hier auch bündig, also wir können tiefen Schnitte machen. Wenn man jetzt ins Holz schneidet, eine Nut ins Holz schneiden will oder sowas, dass der Spaltkeil nicht stört. Also das funktioniert. Rauf dann auch wieder hier rein und dann den roten Hebel runterdrücken und fest ist das Ganze. So, jetzt kommen wir zum Parallelanschlag. Auch vorher noch kurz die Info für alle, die am Gewinnspiel teilnehmen wollen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, gibt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, da kann man sich für Newsletter eintragen, damit ich euch dann auslosen kann. Genau, wer die drei Punkte erfüllt, ist im Lostopf mit drin. Alle Infos nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Jetzt zum Parallelanschlag. Den Parallelanschlag können wir auf beiden Seiten montieren, also sowohl rechts wie auch links vom Sägeblatt. Dafür sind hier die roten Knöpfe auf beiden Seiten, vorne und hinten. So, und dann können wir einmal hochkippen und den Parallelanschlag rausnehmen und dann könnten wir den auf der Seite genau hier auch wieder festmachen. Ich lasse ihn jetzt mal hier drüben erstmal. Machen wir an der. Also ihr seht, genau, wenn ich jetzt einmal beim Montieren bin, man hat zwei verschiedene Einstellungen zum Montieren. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite hat man eine. Wir haben eine Schnittbreite von, ich meine, 615 mm. Sind es genau, was steht hier drauf? Hier steht 62 cm. Also hier stehen 625 cm drauf. Können wir gleich nochmal testen, ob die so wirklich sind. Ich meine, genau so um den Dreh war das. Finde ich für die meisten Bereiche vollkommen ausreichend. So, rein, das kannst du dann auch wieder hier reinschieben. Ich hätte das mal feststellen können, dann würde mich das auch nicht nerven. Und dann runter und die roten Hebel um. Jetzt habt ihr schon gesehen, also hiermit macht man den, die Einstellung für einen Parallelanschlag lose und fest. Hier kann man es verstellen. Übrigens ist hier auch dieses schöne Zahnradsystem verbaut. Dadurch wird das Ganze halt sehr genau und die Säge hat das Ganze auch hinten und vorne. Also hinten sind auch Zahnräder drin mit einer Übersetzung und so kann der Parallelanschlag nicht irgendwie krumm stehen. Wie das ist, wenn man nur vorne so einen Hebel hat, um das Ganze runterzudrücken. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen. So, beim Parallelanschlag haben wir dann noch diese Hilfe hier. Die ist dafür da, dass man ganz nah ans Sägeblatt kann. Dafür müsste ich aber jetzt diese Einstellung nutzen. Und was für weitere Funktionen die noch hat, zeige ich euch jetzt. Und zwar kann man das auch als Auflage benutzen. Dafür das Ganze einfach losmachen, bisschen runterstellen. So, und jetzt haben wir eine Höhe mit dem Sägetisch. Wenn man jetzt breite Bretter schneidet, dann kann man das Ganze als Auflage benutzen. Ich nehme mal hier kurz eine Wasserwaage. Also wir sind, wir haben Auflage. Also wir haben hier Auflage und hier hinten auch eine hundertprozentige Auflage. Ich hatte es bei anderen Sägen gesehen, dass da ein kleiner Spalt zwischen ist, deswegen bin ich da gerade auf und ausgegangen, aber nee, das passt. Können wir mal hinten testen. Das Ganze steht jetzt auch noch nicht hundertprozentig in der Ware, aber es
reicht auf jeden Fall aus, damit man noch mal eine kleine Unterstützung hat und das Brett nicht runterhängt, kann man das so auflegen. Wem das stört, also wer das gar nicht braucht, kann das auch einfach zack nach hinten kippen. Ja, und so kann man das Ganze dann verstellen. Jetzt zeige ich noch mal ganz kurz, wie nah man hiermit dran kann. Dafür packen wir den Parallelanschlag. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man das hier macht, weil dann kann man es. Ah, guck mal. So lernt man auch noch was. So da rein. Zack. So, jetzt haben wir das Ganze vorne drin. Dann kippen wir den um. So. Und wenn man jetzt halt ein dünnes Brett hat, wo man nur ganz wenig von abschneiden kann, abschneiden möchte, so, dann kann man das so richtig gut machen. Ich hoffe, man erkennt alles. Das ist der Parallelanschlag. Wie gesagt, beidseitig montierbar. Man hat die Möglichkeit, das hier als Schnitthilfe für vorne zu nutzen. Man kann es als Auflage nutzen. Man kann es umklappen nach hinten. Also sehr gut durchdacht. Was ich dann richtig cool finde, ist der nächste Punkt. Dafür gehe ich mal hier rüber. Und zwar, den kennt man ja auch von anderen Sägen, den Winkelanschlag, der kommt hier in die Nut rein. So, passt hier auch rein und dann kann man den Winkel verstellen. 75 Grad. So, und hier hat man dann noch zwei Knöpfe, wo man, oder zwei Schrauben, wo man das noch ein bisschen nach darüber stellen kann, je nachdem, was man sägt. Aber den großen Vorteil, den diese Säge hat, ist, ich kann den Winkel hier feststellen mit der Schraube. So, das ist fest. Und dann kann ich hier unten in den roten Hebel den umdrehen und kann den ganzen Schlitten herausfahren. Ich gebe den mal ein klein bisschen hoch. Da unten seht ihr einen roten Hebel. Den einfach umdrehen und schon kann man den Schlitten fahren. Mega cool, um irgendwelche Sachen auf Länge abzuschneiden. Man kann sich den Parallelanschlag nehmen, hier hinstellen und dann Balken schneiden, Bretter schneiden und hat hier einen schönen Schiebeschlitten. Und der hat auch nicht viel Spiel, also der ist sehr genau. Man kann natürlich alle Sachen, das gilt auch für die anderen Einstellungen, kann man nochmal mit Imbusschrauben nachstellen, falls irgendwas nicht passt, nicht bündig ist, wenn hier die Mitte, die Sägeblattabdeckung ein bisschen stört, dann kann man die auch einstellen, so dass man halt nochmal nachjustiert, weil von Werk aus sind alle Sägen eigentlich nie hundertprozentig genau, deswegen sollte man das auf jeden Fall auch einmal machen. Aber das hier finde ich wirklich mega praktisch. Gerne könnt ihr auch alles, was ich hier vorstelle, also würde ich mich darüber freuen, wenn ihr da mal eure Meinung zu in die Kommentare haut. Ist das hilfreich? Ist das nicht hilfreich? Was braucht ihr bei einer Säge? Was wünscht ihr euch? Dann können wir da so einen kleinen Austausch starten. So, was haben wir alles? Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir erfüllt. Wir können die Säge gleich mal anschmeißen. Wir haben hier unten noch, genau, das kann man vielleicht noch sagen, Befestigungspunkte, wenn man die Säge befestigen möchte. Ach, was ich euch noch zeige, ist der Sägeblattwechsel. Genau, das ist nämlich auch ganz schön gemacht. Also das einmal rausnehmen und dann kann man hier einfach mit einem Schlitz einmal rein. So, hier hat man eine Öffnung und dann hat man das Ganze draußen. Und wie eben schon erwähnt, hier sind zwei Werkzeuge. Zeigen wir auch eben mal. Die kann man dann benutzen, um das Sägeblatt zu wechseln. So. Einmal rein und dann kann man es damit losschrauben. Also auch schön gemacht. Man muss nicht wie bei anderen Sägen ganz viele Schrauben lösen. Man hat einmal einen Punkt, wo man mit einem Schlitzschraubendreher
rein kann und dann ist gut. Übrigens haben wir hier bei der Abdeckung noch 4 Punkte, wo wir mit einem Imbusschlüssel verstellen können. Das ist, wenn, ne, wie eben schon erwähnt, wenn das nicht ganz eben ist, können wir mit einem Imbusschlüssel da ein bisschen schrauben. Ich würde sagen, ich räume hier jetzt die Sachen mal ein bisschen weg und wir starten die Säge einfach mal. So, alles vorbereitet. Säge ist ja angeschlossen, Staubsauger ist dran, Stück Multiplex ist da. Nochmal der Hinweis, normalerweise sollte die Säge tiefer stehen. Ich mache das jetzt nur, um euch das optimal zu zeigen, aber eigentlich ist so eine Schnitthöhe. Also eigentlich sollte der Tisch so hoch sein wie der Arbeitstisch, damit man vernünftig sägen kann. Wir machen es jetzt einmal so. Machen wir mal das gute Stück an. Ich bin sehr gespannt, ob man sanft Anlauf merkt oder nicht. Also die hat echt... Nichts hört ja auf mich. Ah doch. Also die hat echt Power. Das merkt man direkt, wenn man sie anschmeißt. Gut, 2000 Watt. Aber man merkt, die fährt langsam hoch. Machen Sie es nochmal und dann schneiden wir auch direkt. Ein schöner Schnitt. Ja, das Sägeblatt ist natürlich auch ganz neu. Ist, glaube ich, hat glaube ich 24 Zähne. Aber wie gesagt, der Schnitt ist ganz gut durchgegangen. Finde ich ganz gut. So, jetzt machen wir mal einmal das Ganze mit dem Anschlag hier. So, einmal nah ran. So. Versuchen wir mal so nah wie möglich, dass wir hier so einen kleinen Streifen haben. Schauen wir mal auf die Skala. So, das war 1 cm nachher noch haben. So. Und an das Ding. So, perfekt. Schönes Stück abgeschnitten. Also das funktioniert wirklich mega gut. Jetzt Winkelanschlag. Das packen wir beiseite. So, 90 Grad eingestellt. Und dann benutzen wir jetzt hier den Hebel hier unten. Genau. Um diesen Schiebeschlitten hier zu nutzen. So, das Stück ist doch ganz gut. Oder das ist ein bisschen schmaler. Immer das hier. So. Als Unterstützung dann noch den Parallelanschlag dabei. So, und jetzt können wir mit dem Schiebeschlitten einfach das Stückchen abschneiden. Das passt. Sehr schön. Also wirklich eine schöne Möglichkeit, um damit verschiedene Schnitte zu machen. Ihr habt es gesehen, also einmal mit einem Parallelanschlag so, einmal mit der Hilfe hier dabei und einmal mit dem Schiebeschlitten. Genau wie schon eben erwähnt, wir können auch breitere Sachen schneiden mit der Hilfe von dem so runtergeklappt. Sehr schön, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, also wie eben auch schon erwähnt, vom Werk aus sind die Sägen nie hundertprozentig genau. Also ich würde jetzt auch alles nochmal kontrollieren, Sägeblatt nochmal mit einem Laserwinkel nochmal kontrollieren, nochmal alle Anschläge und das nochmal einstellen. Dafür hat man ja die jeweiligen Schrauben hier. Und dann hat man eine richtig geile Säge für wenig Geld. Das habe ich euch nämlich noch gar nicht gesagt. Die Säge kostet... Jetzt, man lasst mich nicht lügen, ich glaube 460 Euro habe ich bezahlt.
Und das ist im Vergleich zu den anderen Sägen in der Größe mit den Features echt ein Top-Preis. Also für einen Einstieg, für einen Heimwerker, auch für einen Handwerker eine echt Top-Säge. Das kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Deswegen schaue ich mich jetzt hier mal noch so ein bisschen um. Wie gesagt, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Sagt gerne eure Meinung dazu. Auch was für eine Säge ihr im Moment habt. Genau, und ob die Säge eine Option ist, ob euch die zulegen wird, werdet. Nee, ich glaube, ich habe echt alles. Ach genau, eine Sache fällt mir jetzt ein, wo ich den Sägeblattschutz sehe. Das Ganze könnt ihr nämlich für den Transport auch noch hier hinten dran machen. Für den einen oder anderen, der das auf der Baustelle verwendet, ist das vielleicht eine, ist das vielleicht nochmal wichtig, dass alles verstaut ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen fummeliger, vor allem der Vorführeffekt. So, nämlich das hier wieder rein. So, und Hebel um. Und dann hält das Ganze. Ja, und wie gesagt, also das Ganze, das kann man ja auch gut runterfahren, das Sägeblatt. Den Parallelanschlag verstauen, den Winkelanschlag deiner Seite. Und dann hat man auch für die Baustelle eine Top-Säge. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles. Komm, bevor ich mir hier jetzt einen Wolf laber. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann freue ich mich schon, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken.